So, wie ist das mit Reparieren? Müssen wir leider. Der eine Stab ist ein wenig gedamaged. Dann gehe ich mal hier durch. Wir sammeln ja Gott sei Dank nichts ein, außer das, was sich stackt. Und dann schmeiße ich mal dat hier hin. Dann gehe ich zum Galda-Table und repariere alles. So. Und dann schmeiße ich das da oben wieder hin. Falls wir wieder sterben, ne? Oh, das war gerade laggy. Keine Ahnung, was da los war. So, den Schädel, das. Und... Wow, nein. Schmeiß das mal nicht so weit, bitte. Nicht, dass es nachher noch runterfällt. So. Und der Federumhang. Sehr gut. Und ansonsten haben wir alle. Dann gehe ich wieder zurück. Halt, da ist noch ein Höhlenpilz, sehe ich gerade. Den schmeiße ich hier runter. Und wir gehen zurück und holen den Rest. So, erst einmal waren hier unten Scherben. Und dann mache ich mein Energieschild an. So. Nur eine. Tatsächlich, nur eine Scherbe. Naja, gut. Stimmt, bei diesen Ruinen können wir nach diesen... Ja, ich gucke gleich mal nach Scherben. Bei diesem Spot da hinten. Oh, in dem Hintergrund hört man es ein wenig bollern. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Was geht denn da ab? Hä, ist der gerade aus der Lava gekrochen? Okay. Gut zu wissen. Und hier gucke ich mal kurz nach Vasen, wo wir gerade dabei sind. Ist das hier ein... Nee, das ist ein Feind. Da, komm mal her. So. Zack. Dann laden wir ein bisschen Mana auf. Und tschüss. Ja, mit deinen Knochen. Und dann gucke ich mal nach Vasen. Aber gut möglich, dass hier keine sind. Die Weintrauben lasse ich mal hängen. Die... Obwohl, wir gehen gleich zurück, ne? Ja, wir müssen gleich zurück wegen der, 30er Stack. Dann nehme ich die doch mit. Und hier halte ich mal die Augen offen. Ob wir hier irgendwo Vasen finden. Kann auch hier oben sein vielleicht, ne? Ich guck mal. Ja! Tatsächlich! Dann nehme ich mal die Axt, damit ich hier nicht was anderes aus Versehen kaputt mache. Ich guck mal nach da und mache so. Silber. Aber keine Scherbe. Schade. So, und dann mache ich dich mal platt. Ciao. So, noch mehr Vasen. Nee, hier ist noch ein bisschen Grausten. Wir sind auch ein wenig überladen, ne? Wir haben den 30er Stack vom Erz dabei. Aber es ist noch okay. Okayisch. Hier sehe ich leider nichts. Ich will aber natürlich... Ne, ich könnte natürlich meine Lampe aufsetzen, aber dann wäre die Regeneration ja niedriger. Und hier in den Aschelanden wäre mir das zu heikel. So, hier ist wieder eine Treppe. Ich sollte systematisch vorgehen eigentlich. Ich mache es einfach mal unsystematisch. So. Irgendwo was? Nö. Hier drauf. Nein! Nicht wieder runter. Oh, shit. Ich versuch's nochmal. Oh. Man hat einen Mixer im Hintergrund, glaube ich. Ich hoffe, man hört ihn nicht. Aber ich glaube, er ist nicht zu überhören. Ich hoffe, das stört euch nicht. So, komme ich hier überhaupt hoch? Wenn ich hier drauf stehe und jumpe. Da ist eine Sperre, so. Wow, hey, ganz ruhig. Ich versuche mal hier in der Mitte zu sein. So. Hat sich das wenigstens gelohnt? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal nach ganz oben. Da ist ein Topf. Sogar mehrere. Sehr gut. Da nehme ich wieder die Axt. Weil ich will hier keine Steine kaputt machen, auf denen wir stehen. So. Zwei Scherben. Silber. Naja, gut. Und noch eine Scherbe. So, hier, das hätten wir. Dann gehe ich mal hier rüber. Ich mache mein Energieschild wieder an. Und ich guck mal hier, ob wir hier vielleicht noch irgendwie Töpfe haben oder sowas. Nee. Speichere Welt. Heißt, dass das gleich der nächste Tag ist? Ich hoffe nicht. Da sind noch Töpfe. Da oben drauf und dann darüber fliegen. Ich könnte es probieren. Nein! Nein, 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 nein. Nein! So, immerhin bin ich hier. Aber da komme ich nicht hoch, ne?
Laggedy lag. Genau jetzt natürlich. So, hier komme ich drauf, aber auf den, da komme ich niemals. Wie komme ich denn dann da hoch? Ich probiere mal so. Hier rauf. Hier rüber gejumpt. Hier rüber gejumpt und dann hier rauf. Sieht besser aus. Nee, nee, nee. Warte mal. Mit Doppeljump schaffe ich das. Ja. Ja, aber hier werde ich dagegen die Kante klatschen und nicht hoch genug kommen, ne? Ich probiere mal so. Geht nicht. Ich probiere es nochmal. Nee, 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 nee. Ich probiere es trotzdem. Ja, geschafft. So, Axt und let's go. Gesunder Met. 3 Topfscherben. Sehr gut. Komme ich hier auf die Treppe. Das wäre sehr nett, komm schon. Ja, ich bin hier oben drauf. Da ist noch ein Dingens. Noch so ein Krug. Den. Sogar 2. Nein! Oh shit, ich war so weit oben. Ah, hier komme ich hoch. Sehr gut. So. Und hier hoch. Und da ist noch einer. Oh, sogar wieder mehrere. Erfreulich. Her damit. Top Scherbe, sehr gut. Und nochmal 2 und eine Bronze. Bronze und Silber finden wir hier drin scheinbar. Verzeihung. Da habe ich aus Versehen gerade vergessen, das Mikro auszumachen. Ich dachte mir, der Huster verschluckt sich. Hm, da glitzert irgendwas. Da liegt irgendwas. Hm, sehr gut. Grausten ist das, glaube ich. Ja, da auch. Da sind Krüge. Rüber da. Und Axt. Und zack. So. Da sind noch mehr. Nichts übersehen, wenn ich hier schon gerade dabei bin. Diesen Grausten können wir mitnehmen. Und da sind noch mehr von den Krügen. Uralter Topf. So. Ah, jetzt. Sehr gut. Ja, und ansonsten, ich gehe mal hier lang. Guck, ob hier noch irgendwo was ist. Da, unten. Direkt unter uns. Aber erstmal gucke ich oben, wenn wir schon oben sind. Hier ist aber nichts mehr, ne? Nee. Dann nochmal hier hin. Oh, da sind 2. Und da unten noch einer. Und hier ist auch einer. Ich gehe erstmal zu dem. So, Axt und zack. Hör damit. Da versuche ich mal auf. Oh, wir sind überladen. Dann hau ich mir den mal rein. Trotzdem zu schwer. Dann schmeiße ich. Ja, Bronze oder Silberbarren? Ich schmeiße mal einen Silberbarren weg. Da ist die Topfscheibe doch wertvoller. Ich weiß, es ist Erz. Und ich habe sie ja nicht alle, aber. Oh, ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Topfscherben wiegen aber auch ordentlich, ne? Das ist das Problem, glaube ich. Aber es geht. Sehr gut. Ja, und wir sind zum Bersten gefüllt. Ich glaube, wenn ich einen Barren mitnehme, wiegt er mehr als 10. Deswegen nehme ich hier noch ein paar Trauben mit. Guck nochmal hier nach. Da ist auch nichts. Hier unten vielleicht. Nö. Nö. Alles abgeklappert. Und hier sind noch ein paar Trauben. Hör damit. So, ja komm. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Oh, da ist aber eine Menge los. Nichts wie weg da. Und außerdem wollte ich noch eine andere Sache testen. Oh, hier ist ein Zwerg gestorben. Das ist natürlich schade. Du warst das, wa? Das gibt Rache. So. Und sehen wir hier irgendwo einen Lavaklumpen. Weil, da würde ich nämlich gerne mal was ausprobieren. Was war das denn? Sah gerade aus wie ein Riesen-Asquin. Habt ihr das gesehen? Keine Ahnung. Gut. War hier nicht irgendwo in der Nähe einer? Ich meine ja.
Oder in der Lava. In der Lava war doch irgendwo einer. Weil, das probiere ich mal kurz. Ich will das gar nicht haben, was es droppt. Ich will nur sehen, ob wir es zerstören können mit dem Feuerball. Das würde mich brennend interessieren. Hier war doch irgendwo einer. Komm schon. Hier irgendwo in der Lava doch drin. Oh, ich fühle mich schon wieder so unwohl, ne? Und Energieschild, ganz schnell. War hier nicht irgendwo ein Lavabrocken? Bin ich bescheuert? Verdammt! Scheinbar nicht. Ich war mir so sicher, als wir da eben gerade rumgejumpt sind, dass da einer in der Lava war und ich gesagt habe, den ignorieren wir. Oh, hier ist Schwefel. Jetzt laufe ich schon wieder weiter. Oh, verdammt. Ja, komm. Dann nehme ich den Stab eben doch mit. Ich wollte das nämlich deswegen gucken, weil ich sehen wollte, ob ein Feuerball ausreicht oder ob wir den Stab der Spaltung brauchen dafür. Ne? Und dann können wir nämlich, wenn Feuerball funktioniert, den Stab der Spaltung zu Hause lassen. Das wollte ich gerade testen. Aber dann nicht. Komm, ich bringe jetzt erstmal den Stab weg. So. Rübergerannt. Das kennen wir ja bereits. Ja, den hier kann ich trinken. Hä? Habe ich den nicht gerade getrunken? Ach, ich habe einen weiteren aufgesammelt. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Und hier köstlicher Met, der kann unsere steige Kiste. Oh, 17 haben wir gesammelt. Und 30 hiervon. Ist ja ein Dream. Dream come true. Und es ist sowieso dunkel geworden, ne? Wir müssen dringend pennen gehen. Das passt perfekt. Wir haben nämlich einen köstlichen Met dabei. Und den können wir dann ebenfalls verstauen. Hier drin ist, müsste ja noch Platz sein, oder? Sehr gut. Jo, und dann würde ich sagen, wir schmeißen uns in die Pofe. Also, gute Nacht. So, guten Morgen. Und dann nehmen wir die Abkürzung. Hui, und let's go. Gehen wir direkt weiter, weil das interessiert mich nämlich immer noch brennend, ob das funktioniert. Und die da nehme ich auch erstmal mit. 17, sollten reichen, ne? Ich glaube, ja. So, Erzturm. Da war doch da hinten irgendwo einer, glaube ich. Oh, Energieschild haben wir doch. Gut. Ah, nee, gar nicht. 2, 1. Zack. Und wir brauchen außerdem Nahrung. Oh. Ich muss Nahrung auffüllen. Denn sonst fühle ich mich viel zu unwohl, wenn wir nicht auch immer genug Food dabei haben. Also, hör damit. Das mache ich mal voll. Da mache ich mal so. Oh Mann. Die Nahrung geht auch ein wenig zu Neige, ne? Aber das war ja Absicht. Das soll sich verbrauchen, damit wir die neuwertige Sachen machen können, ne? Hier, das hier, glaube ich. Alter, die gibt uns 100. Das ist schon geil. Aber das machen wir natürlich später. Vorher brauchen wir auch die Ressourcen dafür und so. Das mache ich wirklich dann, wenn das Essen, das erste Essen von den dreien leer ist. Das wird wahrscheinlich der hier sein. Wir werden sehen. So. Ausdauer und wir gehen weiter. Oh, da sind wir ja schon. Sehr gut. Und wo war der Lavaturm? Erzturm. Da ist einer. Ja, dann nehmen wir uns den als nächstes vor. Komm. Erstmal nehmen wir uns den hier vor. Ja, ja, bleibt aber schön. So. Ein paar gehen daneben, ne? Weil ich glaube, ich hätte den gerade mit einer Fuhre killen können, wenn alle getroffen hätten. Oh, warum ist das so dunkel? Weil es noch morgens ist, ne? Glaube ich. So, Bogenschütze. Schieß mal. Daneben. Daneben. So, und jetzt bin ich dran. Tschüss. Da sind da hinten noch solche. Die würde ich ebenfalls ganz gerne loswerden. Er schafft es nie in einer Fuhre, ne? Er schafft es immer noch mal zu jumpen danach. Vorsicht, Lava. Alles gut, ich kann hier durch. Und du stirbst. So. Und dann gehen wir mal weiter. Hier ist wieder Schwefel, aber da ist Lava drunter. Ein wenig. Muss ich aufpassen. So. Hier ist immer ein Stein. Das ist sehr nett. Dann komme ich nämlich höher. So. So, das auch noch. Her damit.
Hier drauf. Ich versuche natürlich immer, möglichst alle auf einmal zu treffen. So. Feinde. Das meine ich, ne? Und er springt wieder. Tschüss! Vorsichtig, dass da keine Lava ist. Ist es nicht. Ist ja so gemein, ne? Wenn dann das so niedrig ist, dass es eigentlich Lava ist, aber man sieht es nicht. Da habe ich Angst. Ich habe Angst. Warum kann ich das nicht aufsammeln, was da drin ist? Ah, kann ich. Na komm. So, sehr gut. Und den letzten Bubble will ich auch noch. So, her damit. Und weiter geht's. Und da ist der Lavaturm. Oh Mann. Wow. Hey, hör mal auf damit. Und tschüss. Haben wir hier einen Lavabrocken? Komm schon. Ah, da ist ein Pilz. Da ist ein Lavabrocken. Ja. Feuerball. Gucken, ob es klappt. Das wäre so nice. Er hat gerade geleckt. Ich glaube, weil er laden muss. Oh. Und ich breche mir ein mit der Spitzhacke ab, weißt du? Oh Mann. Das ist ja gut zu wissen. Ja, dann brauchen wir den Stab der Spaltung gar nicht mehr. Hm. Das ist ja erfreulich. Ah, da sind noch mehr Pilze. Die lasse ich mir auf gar keinen Fall entgehen. Her damit. Es leckt gerade ganz schön. Ich frage mich, warum. Ich glaube, weil er ein neues Gebiet lädt, ne? Weil wir in die Richtung gehen. Und der neue spawnt. Aber das ist unüblich, dass er dann anfängt zu laggen eigentlich. Ah, hier habe ich so eine Angst. Ich hau hier lieber ab. Dieser eine Pilz, das ist mir nicht wert. So. Da war schon wieder ein Lag. Da! Was ist denn los? Weil er neu generiert, glaube ich. Was ist denn da los? Das macht er doch nie. Daneben. Und tschüss. So. Wie sieht's mit Gewicht aus? 170. Weil, wenn ich da jetzt natürlich hochgehe. Will ich natürlich nicht wieder überladen sein. Aber Gott sei Dank sammelt er ja nicht, wenn wir überladen sind. Wir kommen hier sogar so rauf. Das freut mich. Komm. Nicht lang schnacken. Wir machen die... Ach, der ist ja hier oben. Den mache ich mal so. Auf die 5. Da habe ich mich irgendwie gerade schon dran gewöhnt. Dann hier rauf. So. Huch. Hä? Was war das denn? Glitchidi Glitch. Da! Hä? Hui! Das braucht ja gar keinen Sinn. Hä? Das ist ja übelst die Glitch-Ecke. Gut, dann gehe ich eben hier hoch. Mir doch egal. Gleiche Glitch-Ecke. Nein, nicht nach da glitschen. Hä? Okay. Was mache ich denn dann jetzt? Ich will da natürlich ganz nach oben. Das hier ist ja kein Erz, oder? Das ist dieses Gestein, ne? Das sind die Erzbrocken. Nee, ich probiere es nochmal. Nee, es geht einfach nicht. Ich komme da nicht hoch. Hm. Halt, 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 halt. So und so und so. Ja, das ist besser. Hauptsache, wir haben Energieschild. Und dann mache ich mal... Ja, komm. Wir kriegen ja sowieso das von oben nicht alles weg. Völlig egal eigentlich. Dann fange ich halt hier an. Komme ich da jetzt hoch? Ich probiere es trotzdem. Nee. Will er nicht. Da. Schon wieder Glitch. Sag mal, was ist denn da los? Was ist denn mit dem Game los? Da. Das ist aber nicht so gut. Oh Mann. Na gut, komm. Ich baue einfach ab. Die kriegen sowieso nicht alles weg. Also das nervt gerade ein bisschen mit diesem Glitch. Da. Was soll das? Eben gerade konnte ich hier stehen. Jetzt nicht mehr. Ah, wenn ich haue einfach.
Das geht sogar. Nein! Da! Ich kann nicht stehen hier drauf. Warum nicht? Das ist Buggy. Komm schon, lass mich da hoch. Ja! Gott sei Dank. So. Oh oh, oh oh, morgen. Aber ich hack hier erstmal, ne? Ich hab so eine Angst. Schnell, 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 schnell. Dann 7. Die 3 noch. 7. 5. Und hingeworfen. Den hier probiere ich noch. Ah! 5. Weg hier. Bloß weg hier. So. Und rüber. Und rüber. Und weg hier. So. Ging gerade schon wieder die Pumpe. Holy shit. Ein Moment. So, weiter geht's. Oh, da ist er doch. Alles klar. Dann mache ich dich mal kurz platt. Zumindest hoffe ich das. Wahrscheinlich macht er uns platt. Ich gehe mal weg hier. So, schön in Sicherheit. Der hat uns fast gekillt. Und der kommt auch noch. Tschüss, tschüss. Oh Mann, wir sind sowas von tot. Das war's. Das war's. Morgen und Valkyrie. Und dann auch noch einer von denen. Ah. Tschüss. Joa, das war wieder ein klassischer Ashlands-Moment. Wir werden hoffnungslos überrannt von tausenden Feinden. Na, was heißt tausende? Diesmal waren es einfach 2 Elite-Gegner. Puh. Naja, gut. Da habe ich allerdings diesmal damit gerechnet, dass wir sterben werden. Das war aber auch wirklich brutal gerade. So, gemütlich. Gott sei Dank haben wir ja unsere Ausrüstung unten fertig liegen. Die schnappe ich mir direkt. So, hör damit. Und dann sortiere ich das auch mal so und so. Stimmt, Skelette, ne? Könnten wir theoretisch gleich zum Ablenken benutzen. Aber vielleicht brauchen wir die gar nicht. Ich schmeiße mir mal das alles rein. Und außerdem das und das. Und ein Heilmet. Und zieh mir die Klamotte an. So. Und Energieschild. Sehr gut. Und da würde ich sagen, wir holen uns unseren Stuff zurück. Aber wahrscheinlich müssen wir die erstmal bekämpfen. Ich hoffe, ich krieg sie getrennt.